Ja, hallo liebe Abonnenten, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ihr seht ja schon, hier liegt das neue Modern Event Deck, ja, mit ein bisschen Verzögerung leider. Aber leider war ich am Samstag nicht zu Hause und konnte daher das DHL-Paket nicht entgegennehmen. Dafür jetzt, ich habe mir insgesamt 4 Modern Event Decks bestellt. Ja, habe gedacht, ich nehme die jetzt alle mal, werde jetzt zusammen mit euch eins aufmachen natürlich. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle an den MTG-Discount. Ja, wer schnell ist, kann es noch beim MTG-Discount bestellen. Es gibt noch eine geringe Stückzahl, also es ist wirklich streng limitiert. So, nehmen wir doch mal eins raus. Das Modern Event Deck March of the Multitudes. Ja. Kriegen wir das Ganze so auf? Ne, nehmen wir doch vielleicht lieber das Messer. So. Das Modern Event Deck, für die, die es nicht wissen, beinhaltet ein 60-Karten-Deck mit einem 15-Karten-Sideboard-Deck mit einem, ja, einem Strategie-Guide, einem Spin-Down-Life-Counter, 80 exklusiven Hüllen und 5 doppelseitigen Tokens und einer Deckbox. Ja, die, hier mal hier diesen Pappschuber und die Deckbox. Ja, die ist so, stellen wir mal scharf, so ein bisschen glänzig. Ihr seht schön, shiny, shiny. Sieht cool aus, gefällt mir. Ja, ob man die verwenden wird oder nicht, sehen wir dann. Ja, dann kommen wir doch hier mal. Wir haben hier das Sideboard, die 15 Karten. Wir haben hier das, das Deck. Wir haben, ja, da ist den Strategie-Guide und wir haben hier die 80 Hüllen. Ja, und natürlich noch den Life-Counter. Den finde ich sehr cool, der gefällt mir sehr gut. Ich sammle ja gerne Würfel, finde ich sehr cool, der gefällt mir richtig gut. Schöner Würfel. Die Hüllen finde ich auch nicht schlecht. Ja, glitzern sogar, finde ich richtig cool. Aber ich muss sagen, für die 80 Hüllen zahlt man normalerweise 7 bis 8 Euro. Also schon sehr teuer, also was richtig Exklusives. Ja, so, dann fangen wir doch an mit dem 60-Karten-Deck, würde ich sagen. Ja, natürlich, wenn ich habe, ihr seht ja, ich habe das Deck 4-mal und ich würde das Deck natürlich gern testen und ich würde gern, ja, das Modern Event Deck gegen das Modern Event Deck andrehen lassen, um zu testen, wie stark das Deck wirklich ist, also gegeneinander das gleiche Deck gegeneinander antreten lassen. Ja, falls Interesse besteht, kommentiert einfach mal, dass ihr das gerne sehen würdet. Einfach, ja, ich würde gerne das Modern Liveplay sehen, wie auch immer. Lasst euch irgendwas einfallen, kommentiert da irgendwas, dass ich das sehe, dass da auch Leute sich dafür interessieren. Weil wenn es dafür nicht so viel interessieren, lasse ich es natürlich. Wenn es natürlich aber dafür viel interessieren, werde ich es natürlich auf jeden Fall machen. Ja, wir haben hier Soul Warden für ein weißes Mana 1-1. Und jetzt mal eine andere Kreatur und ins Spiel kommt, dann kriegen wir ein Leben. Haben wir hier zweimal dabei, auch eine nette Karte, schöner One-Drop. Tide Hollow Scala für dreimal dabei, für 2 Mana, ein weißes und ein schwarzes, 2-2. Wenn er ins Spiel kommt, zeigt ein Gegner seine Hand offen vor, wir wählen eine Nicht-Landkarte davon, exilen sie und wenn der Spiel verlässt, dann kriegt er die exilte Karte wieder auf die Hand. Dreimal dabei. Dann haben wir hier dreimal Path to Exile. Ich verstehe zum Teil nicht ganz. Natürlich haben sie mehrere Karten reingebracht, aber manche Karten hätten sie einfach als Playset reinbringen können. Gerade zum Path to Exile. Für ein weißes Mana 1-1 Instant. Ein weißes Mana 1, nicht 1-1, ist eine Kreatur. Wir exilen eine Kreatur und der Besitzer dieser Kreatur durchsucht seine Bibliothek nach einer Basislandkarte und bringt sie getappt ins Spiel. Dreimal dabei. Sehr schön. Inquisition of Kozilek für ein schwarzes Mana, hätte auch einfach 4-mal dabei sein müssen, finde ich. Ein Gegner zeigt seine Hand offen vor, wir wählen eine Nicht-Landkarte davon mit umgewandelten Mana-Kosten von 3 oder weniger und der Spieler wirft die Karte ab. Ein Reprint aus Rise of Eldrazi. Dann Shrine of Loyal Legions für 2 Mana zu Beginn unseres Upkeeps. Wenn wir weißen Zauberspruch spielen, tun wir einen Charge-Counter drauf für 3 Mana tappen. Opfern wir das Teil, wir kriegen so viel 1-1. Farblose Myrk-Artefakt-Kreaturenspielsteine, wie die Anzahl an Charge-Countern ist, die wir haben. Ana of the Pure, dreimal dabei für 2 Mana weiße Kreaturen, die wir kontrollieren, +1/+1, auch eine nette Karte. Dann haben wir hier das Virtue, 4-mal dabei, Enchantment für 2 Mana Kreaturentoken, die wir kontrollieren, +1/+1. Vigilance, finde ich eine sehr schöne Karte. Raise the Alarm,
insgesamt viermal dabei, ein Playset für 2 Mana, Instant kriegen wir 2/2, 1/1 weiße Soldaten, Kreaturenspielsteine, Celeste Persecution für einen weißen, einen schwarzen Mana, Instant, kriegen Kreaturen, die wir kontrollieren, +1/+1, bis zum Ende des Zuges sind Kreaturen vom Gegner, -1/-1. Ja, dann haben wir hier schon das Highlight, das Sword of Feast and Famine für 3 Mana und Equip kosten 2, also ein Equipment. Für die equippte Kreatur kriegt +2/+2 einen Schutz vor Schwarz und Grün und wenn dem Spieler Schaden macht, wirft dieser Spieler eine Karte ab und wir enttappen unsere Länder. Ja, sehr schöne Value-Karte. Lingering Souls, ein Reprint aus Innistrad und aus dem Dual-Deck für 3 Mana. Kriegen wir Sorcery mit Sorcery Speed. 2/1/1 weiße Kreaturen, Geister, Spielsteine ins Spiel mit Flugfähigkeit und Flashback kosten 2. Spectral Procession für insgesamt 4-mal dabei, für 3 Mana bzw. Hybrid-Mana weiß, doppelt farblos, kriegen wir 3/1/1 weiße Spirit Kreaturen, Spielsteine mit Flugfähigkeit ins Spiel. Ja, da haben wir hier auch noch ein sehr schönes Highlight, die Elspeth für 4 Mana, 4/4, +1. Kriegen wir einen 1/1 Soldaten Spielschein ins Spiel. Für +1 kriegt eine Kreatur von uns +3/+3 und Flugfähigkeit. Und für -8 kriegen wir ein Emblem mit Artefakte, Kreaturen, Länder und Enchantments sind unzerstörbar, die wir kontrollieren. Ja, wurde insgesamt schon oft reprintet, ich glaube schon das 4. oder 5. Mal jetzt. War im Dual Deck, war in Shards of Alara, glaube ich, war die Mystic. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, wäre die nicht so oft reprintet worden, wäre die auch richtig teuer, weil es einfach ein richtig guter Planeswalker ist. Hier haben wir hier Caves of Koilos. Ja, ein Painland in den Farben Weiß und Schwarz natürlich. City of Brass, 2-mal, verstehe ich nicht ganz, warum die dabei ist, weil es einfach nur zweifarbig ist, das Deck. Wenn sie getappt wird, kriegen wir einen Schaden und sie macht Mana of Any Color. Isolated Chapel, ein schöner Reprint aus Innistrad. Kommt getappt ins Spiel, falls wir nicht eine Ebene oder einen Swarm kontrollieren und macht dann jeweils ein weißes oder ein schwarzes Mana. Vault of the Archangel, ein Reprint aus Dark Ascension. Machen farblos Mana für 4 Mana und tappen. Kriegen Kreaturen, die wir kontrollieren, Death Touch und Lifelink. Rindbrisk, Haith mit Hideaway. Wenn es ins Spiel kommt, schauen wir die obersten 4 Karten unserer Bibliothek an, wählen eine davon, exilen die face down und tun die Rest und Bottom. Und für ein weißes Mana und tappen können wir die exilte Karte spielen, wenn von uns 3 oder mehr Kreaturen diese Runde angreifen. Ja, dann haben wir hier noch die Länder. Insgesamt haben wir 5 Ebenen und 4 Sümpfe dabei. Und dann kommen wir doch zu dem Sideboard mit den 15 Double-Sided Tokens. Ja, das Relic of Progenitus für ein farbloses Mana. Für Tappen exilen wir eine Karte von einem Friedhof und für ein Mana exilen wir das Relic of Progenitus und exilen alle Karten von allen Friedhöfen und ziehen eine Karte. Ja, dann haben wir den Forge Tender für ein weißes Mana, 1/1, Schutz vor Rot. Wir können ihn opfern und verhindern allen Schaden, den rote Quellen, die von unserer Wahl diese Runde Schaden gemacht haben. So, ja, Turris kennen wir auch schon. Für ein schwarzes Mana, Sorcery. Ein Gegner zeigt seine Hand offen vor. Wir wählen eine Nicht-Kreatur, Nicht-Landkarte davon. Dieser Gegner wirft die Karte ab. Kataki, 3-mal dabei. Natürlich perfekt gegen Artefakte für 2 Mana, 2/1. Alle Artefakte haben zu Beginn des Abgibs. Opfert man das Artefakt, falls man nicht ein farbloses bezahlt. Dismember, Reprint aus New Phyrexia für ein Weißmana und 2 schwarze phyrexianische Mana. Eine Kreatur kriegt -5/-5 bis zum Ende des Zuges. Ghost Quarter haben wir hier 2-mal noch dabei. Ja, macht ein farbloses Mana oder wir opfern es und zerstören ein Land und der Gegner davon kann sein, der Besitzer von diesem Land kann seine Bibliothek nach einer Baselandkarte durchsuchen und sie ins Spiel bringen. Ja, dann haben wir hier nochmal ein Relic of Progenitus. So, dann haben wir hier die Double-Sided Tokens, da bin ich echt mal gespannt. Okay, wir haben hier das Emblem von der Elspeth. Ja, mit einem Soldier. Okay, gut. Hab gedacht, vielleicht haben sie da ein bisschen was an den Artworks gemacht. Hier haben wir 4 Spirits und ja, 2 Myrs und 2 Soldiers. Ja, natürlich auf jeden Fall
auf jeden Fall schöner wie diese Infotextchen da hinten drauf. Viel, viel schöner, braucht man auch vielleicht nicht ganz viel Tokens, finde ich cool. Hat sich auf jeden Fall gelohnt, finde ich, das Modern Event Deck. Natürlich, für die Modern Spieler kann man das natürlich schön ausbauen. Man kann es aber auch einfach benutzen, um seinen Kartenpool zu erweitern. Ja, so wie ich das gemacht habe, beziehungsweise werden Liveplay damit machen. Wenn ihr, wie gesagt, ein Liveplay dazu sehen wollt, kommentiert es einfach. Ich würde mich freuen. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns bei meinem nächsten Video. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle an den MTG-Discount und an Magic-Kartenmarkt. Dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video und bis dahin, ciao.